Hallo ihr Lieben, heute gibt es das vorletzte Update und das wird ein sehr kurzes werden und heute ist auch Kai dabei, der mich zurzeit ganz schön auf Trab hält und die fehlenden Kohlenhydrate tragen auch nicht gerade positiv zu meiner Laune bei, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist bald vorbei, diese Woche war hart auf jeden Fall. Aber auch auszuhalten, das Training war auf jeden Fall härter. Alleine die Burpees zum Schluss, da habe ich manchmal gar nicht alles so am Stück geschafft. Und ich freue mich jetzt mittlerweile schon, dass ich wieder normal essen kann. Also gar nicht so auf meinen Cheat Day, aber einfach, dass ich wieder Kohlenhydrate einbauen kann und wieder abwechslungsreicher essen kann. Und zu meinem Ergebnis möchte ich diese Woche auch gar nicht viel sagen, da es nächste Woche dann mein Endergebnis gibt und auch Vorher-Nachher-Bilder. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Auf jeden Fall, jetzt ziehen sich die Wochen schon. Ich habe die Ernährung gut intus, also ich weiß, was ich essen kann. Ich habe auch das mit dem Sport gut im Griff. Ich habe mir da einfach so einen Plan gemacht und setze den Sport wie einen Termin, aber ich merke einfach, dass meine Energie runtergeht und dass es jetzt einfach anstrengend und hart wird, was aber ja auch prophezeit wird und glaube ich ganz normal ist. Und so viel zu meiner neunten Woche und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zum Fazit. Ein kleines Geheimnis kann ich euch verraten, ich habe es unter die 60 Kilo Marke geschafft diese Woche. Also bis bald ihr Lieben und wenn euch die Videos gefallen, gerne einen Daumen hoch. Tschüss!